Hallo, heute spielen wir Käsewürfeln. Bei diesem lustigen Würfelspiel versucht ihr durch Geschick und Würfelglück die größten Käsestücke zu ergattern. Wer damit auch noch den höchsten Stapel bauen kann, hat fast schon gewonnen. Die Käsestücke werden nach ihren Werten sortiert und gestapelt. Daneben kommt der Stapel mit den Geschenkkarten. Die Bonuskarten werden nach der Kategorie 4er, 5er, 6er Stapel und Meisterkäsestapel sortiert. Mit aufsteigenden Werten, sodass die höchste Zahl oben ist. Es wird im Uhrzeigersinn gespielt. Bist du am Zug, kannst du bis zu 4-mal würfeln. Und du beginnst mit allen 8 Würfeln. Nach jedem Wurf kannst du eine beliebige Anzahl Würfel herauslegen. Zum Beispiel legen wir jetzt 2 Vierer raus und 2 Sechser. Den Rest würfeln wir erneut. Die 4 passt. Die Sechser, ach nee, dann nehmen wir lieber die 2 Zweier. Bereits herausgelegte Würfel kann man in einem späteren Wurf erneut würfeln. Spätestens nach dem 4. Wurf wird festgestellt, ob du Käsestücke erhältst. Dabei werden immer alle 8 Würfel berücksichtigt. Damit du ein Käsestück bekommen kannst, musst du die Anzahl der Würfel gewürfelt haben, die der Augenzahl auf dem Würfel entspricht. Also, wenn du 2 Zweier gewürfelt hast, erhältst du ein Zweier-Käsestück. Hast du 4 Vierer gewürfelt, erhältst du das Vierer-Käsestück. Die 2 Einser ist eine 1 zu viel und somit erhältst du keine 1. Es ist möglich, in einem Zug mehrere verschiedene Käsestücke zu erhalten. Es ist auch erlaubt, ein niedrigeres Käsestück aus der Mitte zu nehmen. Mit den gewonnenen Käsestücken beginnst du einen neuen Käsestapel oder du legst sie auf einen bereits vorhandenen Käsestapel. Die neuen Käsestücke müssen vom Wert her aber immer niedriger sein. Das bedeutet, die Werte in einem Stapel werden immer kleiner. Ist ja klar, sonst fällt der Stapel um. Achtung! Käsestücke dürfen zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr umgestapelt werden. Das 1er Käsestück hat 2 unterschiedliche Seiten. Möchtest du einen Käsestapel schließen, legst du dieses mit der Käseglocke nach oben auf den Stapel. Damit ist er abgeschlossen. Möchtest du jedoch das 1er Käsestück später nutzen, legst du es mit der Mausseite vor dir ab. Konntest du nach deinem 4. Würfelwurf kein Käsestück nehmen, weil du einfach nur Käse gewürfelt hast, bekommst du als Trost eine Geschenkkarte. Diese Geschenkkarte kannst du in einem deiner nächsten Züge nutzen, um einen Würfel auf eine beliebige Zahl zu drehen, also zum Beispiel die 3, die hier zu viel ist, auf eine 4, die hier zu wenig ist. Somit erhalte ich die 4 und die 3 als Karte und dafür muss ich natürlich die Geschenkkarte in die Mitte zurückgeben. So, nun legen wir die hier an und schließen die mit unserer Käseglocke gleich ab. Wenn du einen Käsestapel mit 4, 5 oder 6 Käsestücken schließt, darfst du dir sofort die oberste Bonuskarte der entsprechenden Kategorie nehmen. Das Spiel ist sofort beendet, wenn in der Mitte 3 beliebige Käsestapel aufgebraucht sind. Wer ein 1er Käsestück mit der Mausseite vor sich liegen hat, schließt noch offene Käsestapel und erhält eventuell eine Bonuskarte. Der Spieler mit den meisten Käsestapeln erhält die entsprechende Bonuskarte. Nun zählt jeder Spieler seine Käsepunkte zusammen. Bei jedem geschlossenen Stapel multiplizierst du den Wert des untersten Käsestücks mit der Anzahl der Käsestücke, also hier in dem Fall 6 mal 4, also 24 Punkte. Bei jedem nicht geschlossenen Käsestapel addierst du einfach die Werte der Käsestücke. Besitzt du Bonuskarten, zählst du diese ebenfalls hinzu. Geschenkekarten bringen leider keine Punkte. Der Spieler, der zum Schluss die meisten Punkte hat, gewinnt.
Kleiner Tipp noch, man darf auch Käsestücke klauen. Huch! Nun wünsche ich euch viel Spaß bei dieser leckeren Käsewürfelei.